Wir sind für euch jetzt in der offenen Kirche Elisabeth und wir haben mitgekriegt, dass hier der Hausminister auf Besuch kommt. Bei mir ist Christoph Schmidt. Christoph, ich nehme an, das gibt eine Forumsdiskussion, oder wie? Nicht ganz richtig, nein. Das gibt ein tolles, super Event. Und zwar Ministry of House mit super internationalen DJs. Und es gibt eine riesen fette Party. Dann zur Musik. Erzähl mal, was hast du für Cracks angebracht? Das ist ein ganz bekanntes Gesicht, das hier drauf ist. Ja, also wir haben den Musti, das ist ein Grammy-Gewinner. Und der hat verschiedene Hits produziert, die ihr auch alle kennen. Zum Beispiel Horny, Horny, Horny. Oder von Tom Jones, Sexbomb. Und dann haben wir noch den Stefan Mandrax von Lausanne, der auch eine Grösse in der Schweizer Szene ist, so wie der Giuseppe. Giuseppe habe ich eigentlich gemeint, das ist so irgendwie auf die halbe Zwölfe gibt es einen Fruchtsaft, oder? Nein, 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 der Giuseppe ist ein ganz langer Freund von mir, einer der besten DJs von Basel, spielt international, gestern war er gerade in Stockholm gewesen. Nein, das ist ein DJ von Basel. Christoph, Rinner, hast du die Partys amis alle alleine geschmissen, heute hast du aber einen potenten Partner gefunden. Ja, und zwar Felix Bieser, der König der Ü30-Partys. Mit ihm habe ich schon ein paar Mal zusammengearbeitet. Er ist auch der Hauptresident hier in der Kirche. Dann habe ich gefunden, mache ich das mit ihm zusammen. Weil das Zielpublikum ist auch Ü30. Aber jetzt, ich bin noch ein bisschen aus der Disco-Zeit. Also ja, was ist der Unterschied denn von einer Disco-Party auf eine House-Party? Ich meine, Disco für mich ist klar, das ist gesehen, tutz, tatz, tutz, tatz, tutz, tatz, oder? Und jetzt so House-Music ist näher, tutz, tatz, tutz, tatz, tutz, tatz, tutz. Also der Unterschied, man tut sicher viel Spass haben, man tut tanzen, man tut lachen. Musik ist auch ein bisschen anders. Ja. Und hier geht die Party richtig ab, der Christoph und ich. Gerne noch mal schnell den Schlussgruf und bewegen uns dazu, so wie der alle auch müssen. Achtung, zwei, drei. Tutz, 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 tutz. Kommen alle in die Elisabethenkirche.